Tagchen, Sportfreunde, euer Görki am Start. Ein kurzes Video, nachdem ich elendig lange zu einem Thema gefragt wurde, wo ich bisher auch ehrlich gesagt keine große Antwort geben konnte. Und zwar war das Thema Soja-Lecithin. Viele haben mich gefragt und mir gesagt, Görki, kennst du das? Damit baut man in einer kurzen Zeit doppelt so viel Muskeln auf. Ganz neu, kriegst du im Drogeriemarkt. 4,99, 250 Gramm habe ich gezahlt bei Rossmann. Ja, was hat es damit auf sich? Ja, einfach um das mal ganz kurz zu erklären. Es soll ja ein Wundermittel sein, da muss man auch ein bisschen verstehen, wie das eventuell wirkt. Ja? Jeder, der Kreatin nimmt, soll auch verstehen, wie das wirkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Fitnesstrainer, kein Biochemiker, musste mich natürlich auch zu dem Thema selbst nochmal im Internet informieren und dementsprechend versuche ich das einfach mal einfach für jeden verständlich darzustellen. Ja? Wir müssen uns überlegen, es gibt im Körper einige anabole Faktoren, also aufbauende Faktoren, wieso die Muskulatur wächst. Man wusste es auch noch nie so ganz genau, wie die Muskulatur dann nachher aufgebaut wird, beziehungsweise was das auslöst. Ja? Ein Faktor zum Beispiel ist natürlich Insulin. Die Insulinausschüttung ist natürlich dann ein anaboles Signal, dass die Muskulatur zum Aufbau gereizt wird, kann man schon sagen. Ja? Und dieser anabole Weg durch Insulin, ja, ist ja das anabolste Hormon, was der Körper hat, ja, dieser Weg öffnet am Ende ein sogenanntes mTOR. Das mTOR ist ein Enzym, ja, ein Enzym, was diesen ja, Reiz bzw. das Signal aufnimmt und weiterleitet. Also sprich, wenn sich dieses mTOR öffnet, dann passiert es, dass eure Proteinsynthese angeregt wird und dass sich die Proteine bzw. die Muskeln verdicken, ja, Proteintranslation sozusagen. Das heißt, wenn wir eine Insulinausschüttung haben und wir gut trainieren, dann wächst die Muskulatur. Aber natürlich nur für einen gewissen Zeitpunkt, wo halt dieses mTOR geöffnet ist. Durch das Phosphatid, durch die Phosphatidsäure, die in diesem Soja-Lecithin drin ist, soll nun dieser Signalweg besser sein, sprich dieses mTOR ist länger geöffnet, also ist der Reiz der Muskulatur höher und die Proteinsynthese funktioniert noch viel besser und das bis zu 600 Mal wurde anscheinend in Studien festgestellt. Dann gab es eine Studie von Joy Blablabla, ich habe leider auch nur eine im Internet gefunden, die besagt, man hat es natürlich auch an Probanden durchgeführt und hat herausgefunden, dass es tatsächlich eine doppelt so gute Wirkung hat beim Muskelaufbau, also sprich die ja, Muskulatur ist doppelt so gut gewachsen wie bei den, oder besser als bei denen, die es nicht genutzt haben sozusagen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier ein Wundermittel, dass das Phosphatid da drin so gut wirkt, das mTOR länger offen hält und dass die Muskulatur besser gereizt und aufgebaut wird? Und ich kann auch nur meine Meinung sagen, weil ich es ehrlich gesagt noch nicht probiert habe und noch nicht getestet habe. Ich habe es mir heute besorgt. Und es gibt leider auch nur diese eine Studie, die ja, anscheinend den Nachweis liefert. Jetzt muss man das Ganze aber kritisch beäugeln, Sportsfreunde. Ein Produkt für 4,99 € aus Soja, ja, Phosphatidsäure, hilft es tatsächlich, dass der Muskel doppelt so viel wächst. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses mTOR länger geöffnet ist, aber die Frage ist ja, wie viel macht es tatsächlich aus? Oder wie ja, wird es bei dem einen oder anderen überhaupt wirken? Vielleicht gibt es auch individuelle Unterschiede, wie beim Kreatin. Wenn es aber tatsächlich so wirken sollte, wie es ist, dann ist es mit dem Kreatin das vielleicht beste Supplement und dann auch noch für den Preis, was es gibt. Aber das klingt auch schon wieder sehr, sehr utopisch. Für 4,99 €, wenn das funktionieren sollte, dann wäre das Ganze wahrscheinlich unendlich teuer, weil jeder es haben möchte. Und ich glaube auch nicht, auch wenn natürlich die Wissenschaft sich immer weiterentwickelt, dass sowas noch nicht herausgefunden wurde, beziehungsweise dass das noch nicht so eingesetzt wird. Ja, dann braucht ja keiner mehr Stoffen. Dementsprechend, ich persönlich sehe das Ganze ganz kritisch. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Für 4,99 € kann es auch jeder mal machen. Das ist jetzt nicht teuer. Circa 12 Gramm von dem Soja-Lecithin sollen tatsächlich ausreichen. Und ja, meine Vermutung ist aber tatsächlich, Leute, es gab Zeiten, da wurde das L-Carnitin angepriesen als der Fatburner. Es gab anscheinend Studien, die das bewiesen haben, aber wirklich geholfen hat es, glaube ich, auch nicht bei jedem, oder? Kreatin ist natürlich eine Sache, die funktioniert, aber auch jetzt nicht die Welt bewegt in meinen Augen. Und bei dem Soja-Lecithin, bei der Phosphatidsäure bin ich jetzt gespannt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, inzwischen hat, glaube ich, auch schon Cytec-Produkte rausgebracht. Es gibt ja nichts Besseres für die Nahrungsergänzungsindustrie als wieder ein neues Wundermittel, was man zu Genüge verkaufen und anpreisen kann. Und allein mit der Aussage, doppelt so viel Muskelaufbau,
bin ich sehr, sehr stutzig geworden. Und ich glaube, da sollte sich jeder Gedanken darüber machen, ob das wirklich funktioniert. Ich, wie gesagt, kann es nicht sagen, ich teste es, aber eine Studie bisher sollte man sehr kritisch betrachten. Probiert es aus, es kostet nicht viel Geld. Aber wenn ich jetzt in 3-4 Wochen aussehe wie Hulk, dann habe ich entweder gestopft und habe euch erzählt, das wirkt. Oder es wirkt tatsächlich, aber ich glaube, das wird nicht so eintreten. Dementsprechend mein Statement zu Sojalecithin. Spannend, dass sowas mal immer wieder aufkommt. Ich glaube auch, wie gesagt, die Wissenschaft kann da noch weitergehen und es gibt sicherlich noch neue Erkenntnisse. Vielleicht war das ein Teil davon, aber es wird sicherlich, wenn es überhaupt wirkt, nicht doppelt so viel Muskelaufbau nach sich ziehen, wie halt gesagt wird in den Studien. Ja, ich bin raus, baller mir jetzt die ganze Dose am besten gleich rein. Bis dann, euer Görki. Ciao. Immortal with lyrical combat in the game, but control it, that it was one pan. Till I get a million and then you call me Max. Cause that's how I live my life, avoid attacks. Trust, follow no rules. Call me a nutcase, you're the one following tools. If you ain't a shepherd, then you're following fools. See red, I'm a boss. So the community to know I don't play around. Nah, better know I don't play around. Nah, so that thing they need to know I don't play around.